Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecile hier und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Energy Drink Tasters. Der Knaller Tasters ist zurück, heute mit 28 Black Limette Minze. Minz hat ja immer so ein bisschen was Frisches, Mentholiges, ne? Fisherman's Friend und so. Weiß jetzt nicht, ob das im Energy Drink so toll ist. So Minzblatt? Im Energy Drink? Ich weiß auch nicht. 28 Black, die letzten paar haben mich komplett überzeugt, haben mich voll abgeholt, haben eine Top-Wertung kassiert. Obwohl ich bei Energy Drinks immer sehr kritisch und ja, selektiv unterwegs bin. Also, ich nehme wirklich nur die besten privat. Die Energy Drinks, die absolute Superstars für mich sind. Limette Minze, Limette wird gerne benutzt für alkoholische Tränke, eine Gin Tonic und so. Könnte auch mit Energy Drink klar gehen. Aber die Minze, die sehe ich ein bisschen kritisch. Die meisten Energy Drinks werden eher so Orange und Zitrone vor allem verwendet. Deswegen Limette. Ist jetzt mal was Neues. Ich bin gespannt. Greenscreen frisst natürlich auf. Müssen wir mal schauen. Limette Minze. Bis jetzt fahre ich nur den Yuzu Energy Drink nicht gut. Von 28 Black, der war echt Müll. Guck, wie der hier ist. Es hat wirklich diese herbal, frische Minznote. Ich weiß nicht. Dass das jetzt so lecker ist. Vielleicht im Sommer zum Erfrischen? Das ist aber nicht Sommer. Es sind 6 Grad in Oldenburg. Ja, mal gucken. Die Limettennote gefällt mir auf jeden Fall. Hat was. Let's go. Sagen wir mal so, er ist schon mal sehr unique. Unique ist es. 28 Black ist echt so Hit or Miss. Die sind wirklich Hit or Miss. Entweder sind die so 9 bis 10 oder halt 5. Das hier ist ein 5. Nicht Schulnote 5, 5 von 10. Schmeckt jetzt nicht disgusting, aber es hat eben halt, wie ich schon vermutet habe, einen sehr komischen Beigeschmack. Dieses krautige, seltsame, was da irgendwie nicht reingehört. Kann mir vorstellen, dass es im Sommer irgendwie toll und erfrischend ist. Vielleicht hätte ich es auch im Sommer kalt trinken müssen, wobei Dose ist schon ziemlich kalt. Ach Leute, ich habe damals, ich weiß nicht, ob das in der Schule war oder mein Vater gesagt hat, oh, Cecile, du kannst ja auch Brennnesseln essen. Ja, und da habe ich die gegessen. Mann, das schmeckt wie Energy Drink mit Brennnesseln. Ich sag's euch, wie es ist, mit so einer leicht limettigen, säuerlichen Note. Oh, das schmeckt wie Brennnesseln. Brennnessel der Energy Drink. Ist halt irgendwie was Besonderes. Ist unique. Aber es ist toll, irgendwie. Bisschen gewöhnungsbedürftig. Es schmeckt nicht schlecht. Aber es ist jetzt auch nicht so, was ich sage. Ja, ich muss jeden Tag diesen Energy Drink trinken. Weil das schmeckt nach Brennnesseln. Brennnesseln mit Energy Drink. Das ist geil. Nein. Nein. Ach, ich weiß nicht. Es hat so eine grüne, krautige Note einfach. 5 von 10. Haben mich jetzt nicht so abgeholt. Sehr experimentell, sehr unique. Das appreciate ich. Aber weiß ich nicht. Wenn ich einen ganz normalen Citrus Energy Drink nehmen würde, nehme ein Pappbecher, mache in einen Pappbecher den hier rein und in einen anderen Pappbecher Monster the Doctor,
würden wahrscheinlich 90 von 100 Leuten auf der Straße sagen, ich präferiere den Doktor. Weil es einfach more likable ist. Der hier ist zwar unique, aber irgendwie halt zu unique. Krautig, brennnesselartig. Ja, erfrischend schon irgendwie, aber sehr seltsam. Einer der seltsamsten Energy Drinks, die ich hier getrunken habe. Darauf erstmal noch einen Shot. Ist nicht schlecht. Die Limettennote gefällt mir auch voll. Die Limettennote hat ein bisschen was von Rockstar. Wie heißt der nochmal? Killer Citrus, den gibt's nicht mehr. Das war Zitrone mit Limette. War so lecker. Aber hier, anstatt Zitrone, haben sie Minze reingemacht. Wenn die Minze nicht drin wäre, ist echt wie Rockstar. Killer Citrus war einer meiner Favorites. Aber den gibt's halt nicht mehr. Von daher gehe ich auf 5,5. Das habe ich jetzt ein bisschen an Good Old Memories erinnert. Diese Limettennote ist schön. Aber dann diese Brennnesselnote, ich weiß nicht. Naja, ich habe viel zu lange gequatscht. Falls ihr diesen Energy Drink kennt, 28 Black, Limette Minze, schreibt es gerne in den Kommentar, würde mich eure Meinung interessieren und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Und ja, bis zum nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!